Das beste Auto der Welt. Nichts weniger als das ist der Anspruch von Mercedes bei ihrem Flaggschiffmodell. Und ob sie mit grenzenlosem Luxus, neuester Technologie, diesem Anspruch auch mit ihrer neuesten Generation wieder gerecht werden, seht ihr heute bei Felix Fährt Mercedes-Benz S-Klasse. Beste Auto der Welt also. Wenn das der Anspruch ist, muss ich so ein Auto auch daran messen lassen. Und wenn wir schon bei Maßen sind, 5,30 Meter ist es lang, 2,1 Meter breit mit den Spiegeln. Und trotzdem soll man sich aber wie in einem kleinen Wagen damit drehen können, in Parkhäusern und in kleine Parkbuchten. Denn die Hinterräder drehen sich um 10 Grad mit. Aber das ist nur eins von ganz, ganz vielen Features hier von der neuen S-Klasse. Ich hatte ja selbst ja einige Monate die Vorgänger-S-Klasse und so viel hat sich zumindest auf Fotos gar nicht geändert. Aber so in echt sieht man schon die Unterschiede. Allein natürlich auch die sehr viel schmäleren Heckleuchten. Das ist so ein bisschen die neue Designsprache bei Mercedes. Aber es bleibt ein Riesenauto. Nur was mir auffällt, lass mal einen Kaffee hier wegstellen, es sind überall Kameras am Start. Ja? Allein hier im Außenspiegel zähle ich hier einen Sensor, dann ist hier noch irgendwas, da ist was. Und dann hier vorne, dieser schwarze Bereich, den kennt man ja schon vom Vorgänger, aber dann ist da auch nochmal eine Kamera, da ist was, da. Sensoren ohne Ende. Und was die alles können, sehen wir gleich noch. Dann haben wir hier auch die schmäleren Frontscheinwerfer mit dem Digital Light. Das hat 1,3 Millionen Pixel. Und jetzt denkt euch, hey, wieso hat ein Scheinwerfer Pixel? Damit kann man zum Beispiel das Fernlicht anmachen, ohne die Gegenfahrbahn zu blenden, weil er sozusagen Pixel genau die anderen Autos ausblendet. Aber der kann auch, wenn zum Beispiel es kalt ist, mit dem Digital Light eine Schneeflocke auf die Fahrbahn projizieren, damit man weiß, könnte vielleicht ein bisschen glatt sein. Das gleiche auch bei Baustellen als Warnung und so weiter. Also ihr seht schon wieder, die S-Klasse hat krasse Technologien, nicht nur draußen, sondern auch drin hier im Cockpit. Nur, dass die ihr teilweise gar nicht sehen könnt. Die kann nämlich nur der Fahrer sehen. Denn mein ganzes Dashboard hier vor mir ist 3D. 3D denkt euch jetzt, hä, muss ich jetzt eine 3D-Brille aufziehen oder so? Nee. Hier vorne ist einfach eine Kamera, die in meine Augen guckt und immer sieht, wo ich bin, um ohne Brille einen perfekten 3D-Effekt hier zu machen. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole ein riesen Hochkant-Display, so ein bisschen Tesla-like, über das man natürlich Touchscreen-mäßig alles hier kontrollieren kann. Beim Polestar hat man ja auch schon so ein Display. Ich glaube, immer mehr Autos werden das in Zukunft haben. Ihr seht, ich schiele so ein bisschen nach hinten. Normalerweise ist in der S-Klasse ja auch hinten rechts der beste Platz. Deswegen zum Anfang setze ich mich einfach mal dahin, bevor wir fahren. Man ist einfach ruiniert fürs Leben, wenn man einmal gereist ist in einer S-Klasse. Du willst in keinem anderen Auto mehr sein. Es ist so entspannt. Ich liege hier. Ich liege. Und da vorne, Tim, mein Chauffeur, der kümmert sich darum, dass wir eine ruhige Fahrt haben. Ihr habt es ja gerade gesehen, mit einem Klick konnte ich hier die Chauffeurstellung einstellen. Das heißt, da vorne kann niemand mehr sitzen, aber dafür kann ich halt mega gut jetzt hier sitzen. Ich habe das Kissen hier am Start und oh, ich vermisse es. Viele lange Strecken, auch zu Rennen, sind wir mit der S-Klasse gefahren, mit Tim und mit Kati zusammen. Und dann hatte einer immer das Vergnügen, hier hinten zu chillen. Auch in den USA hatten wir Anfang des Jahres ja einen Roadtrip, wo wir dann in einem S65 der Vorgängergeneration gefahren sind. Ich bin in meinem ganzen Leben noch keine entspanntere Autofahrt gefahren als eben in S-Klassen. Das ist einfach so. Auch in dieser Generation haben wir wieder die Bildschirme auch für die Rückpassagiere, aber zum ersten Mal ist hier vollständiges MBUX. Das heißt, ich kann alles Mögliche hier einstellen und ihr seht schon, ich muss mich ein bisschen weit nach vorne neigen irgendwie hierfür. Kein Problem. Wenn du eine S-Klasse holst, kriegst du ein kostenloses Tablet. Hier in der Mittelkonsole liegt das drin und man kann es entweder hier drin auch bedienen oder man drückt auf den Knopf und motorisiert hier, kommt es raus. Und das ist einfach ein ganz normales Tablet mit Kamera. Sogar kannst du aus dem Auto auch mitnehmen und entweder normal Android bedienen, also E-Mails schreiben zum Beispiel, oder man geht rein hier ins MBUX und dann kann ich auch genau das, was hier ist, über mein Tablet steuern. Also zum Beispiel die Navigation, möchte ich mir angucken, wo fährt der Tim denn eigentlich gerade. Und jetzt, wo wir im Tunnel sind, schaut euch mal an hier die ganze Ambiente-Beleuchtung. Das sieht schon richtig cool aus. Der Izzy hat damals gesagt, als ich das in meinem Auto hatte, sieht aus wie eine Shisha-Bar. Ich muss sagen, ja, stimmt schon. Das hat jetzt eigentlich nichts mit einem klassischen, edlen Auto zu tun, aber ich finde es irgendwie geil. Man kann natürlich auch die Farben ändern. Warte mal. Einstellungen, Licht, Ambiente-Licht. Machen wir mal alles hier so rot. Okay, es ist eher ein rosa geworden. Ich kann auch mehrfarbig machen, ne? Guck mal hier.
Jungle Green. Ja, was wir hier auch machen können auf unserem Tablet, ist der Komfortschalter. Wie wäre es mit einer Massage zum Beispiel? Das ist nicht nur eine Spielerei, das ist wirklich richtig geil. Und ich kann es euch sagen, weil ich halt ein halbes Jahr so ein Auto hatte und ich habe das fast jeden Tag genutzt. Es ist wirklich cool. Eine Sache, die ich euch jetzt weniger zeigen kann, weil ihr hört es ja nur über das Mikro. Lautstärke hoch. Aha. Gibt kaum besseren Ort im Straßenverkehr als S-Klasse hinten rechts. Das einzige Problem mit Tim ist, der fährt immer zu langsam, weißt du? Schwabe natürlich, muss ein bisschen sparen. Aber S-Klasse ist ja auch nicht schlecht vom Fahrersitz aus. Sport, Sport Plus, aha, Komfort in der Geradstufe, look hinten. Da geht ja was. Ein 6-Zylinder-Turbomotor haben wir hier drin, eben im S500. Gibt aber natürlich auch einen Diesel, S350, es gibt einen S580 mit V8 und es gibt einen Plug-in-Hybrid, S580e, der dann auch 100 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eigentlich ist die S-Klasse das perfekte Auto, um auch rein elektrisch zu sein. Natürlich mag ich es hier so ein bisschen sportlich zu fahren, das ist schon cool und trotz des Gewichtes ist es krass, wie gut dieser Wagen halt auf der Straße liegt, wie viel Vertrauen der einem in der Lenkung gibt. Und ich meine, das ist hier nicht mal das AMG-Modell. Das ist praktisch das Mittelklasse-S-Klasse-Modell, wenn man so davon reden kann. Aber das geht gut. Das ist schon beeindruckend, wenn du überlegst, was für ein Auto das ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, eigentlich muss die S-Klasse voll elektrisch sein. Und da kommt dann der EQS, das ist so eine etwas kleinere, etwas andere Variante der S-Klasse, die rein elektrisch sein wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, das könnte super cool werden. Aber zumindest in dieser Generation bleibt die S-Klasse eben noch mit Verbrennertechnik. Auch wenn natürlich spätestens, wenn man hier auf Komfort geht, der Verbrennermotor ja ziemlich kaschiert wird. Denn alles ist hier gedämmt. Du sollst möglichst wenig von der Straße und möglichst wenig vom Motor mitbekommen, um hier besten Langstreckenkomfort zu haben. Und klar, den hast du. Was ich persönlich aber gar nicht so geil finde, ist dieses 3D-Display. Das wirkt wie eine Spielerei. Das wirkt so, wie kennt ihr diese 2D-Filme, die man nachträglich 3D macht, wo dann immer irgendwelche Sachen so dann aus dem Kopf sozusagen einem entgegenkommen. Auf der Kamera kann man es eh nicht sehen, weil es nur so mit menschlichem Auge ist. Aber es ist praktisch so, die Karte ist komplett flach und dann so die Elemente wie die Geschwindigkeit oder wo man hinfahren soll, die sind dann so 3D-mäßig auf einer anderen Ebene. Aber dein Auge muss sich dann die ganze Zeit umfokussieren, wenn du auf die Karte gucken möchtest oder wenn du auf die Geschwindigkeit oder sonstiges gucken willst. Dann musst du natürlich auch wieder auf die Straße hauptsächlich gucken. Also, coole Spielerei, aber noch sehe ich persönlich dann nicht so den Nutzen. Was geil ist, ist das riesen Head-Up-Display. Hat dafür aber auch so ein hässliches Loch dann hier vorne, um das alles eben nach vorne zu bringen. Und damit hat man umgerechnet so eine 77 Zoll diagonalen TV da vorne einfach, der auf der Straße praktisch ist, der einem Informationen gibt. Das ist sehr gut gemacht. Und auch wenn man zum Beispiel in einer Kreuzung abbiegt, zeigt einem dann Augmented Reality-mäßig einen Pfeil auf der Straße live an, in welche Straße du rein musst. Das ist eine coole Technik und die funktioniert auch ganz gut. Also zum einen haben wir eben dieses 3D-Display hier in der Mitte und dann haben wir aber auch in der Mitte noch das große Display. Und jetzt schaut mal hier, hier sind jetzt die Pfeile nämlich und zeigen genau auf der Straße, wo ich längs muss, zeigen die an. Hier bitte reinfahren. Oh, und schaut mal, jetzt wird es nämlich richtig eng hier vorne. Wollen wir mal die Kameras hier ausprobieren, ne? Die sind nämlich auch geil. Ich drücke einmal drauf und habe jetzt eine echt geile 3D-Sicht hier, um zu gucken, ne? Passt das da vorne? Ist gut eng, wenn man so aus dem Fenster rausguckt. Also viel Platz ist da nicht. Es ist halt auch einfach wirklich ein riesen Auto. Aber irgendwie kommen wir gerade durch. Aha. Ich bin jetzt froh, dass wir diese Übersicht hier hatten, weil sonst mit so einem großen Auto ist das halt schon eine andere Nummer. Über den 10 Grad Winkel, mit dem die hinteren Räder mitlenken bei niedrigen Geschwindigkeiten, haben wir schon gesprochen. Das ist zum einen hier in so einem Wohngebiet gut, weil es fährt wirklich wie ein Kleinwagen hier um die Ecken, obwohl er so lang ist. Aber insbesondere ist sowas natürlich hilfreich in Situationen wie Parkhäusern. Und wir haben uns auch ein sehr, sehr enges Parkhaus gesucht, aber erstmal schaut euch an, wie gut diese Projektion funktioniert. Die ganzen Kameras rund ums Auto herum, aus denen wird dieses Bild errechnet. Das ist natürlich nicht perfekt, aber sehr, sehr gut. Und jetzt schaut euch diese Einfahrt hier an, ja? Die ist wirklich brutal eng und das mit einem 5,30 Meter Schiff. Aber durch die komplett eingeschlagenen Hinterräder und weil ich mir hier genau angucken kann, sehe ich hier exakt, wie viel Platz ich habe. Du siehst sogar die eingeschlagenen Räder hinten in der Kameraansicht hier. Und easy peasy. Ja, ich habe es langsam gemacht für die Kamera, aber easy peasy kommst hier rum, obwohl das ein enges Parkhaus ist und ein Riesenauto. Also das finde ich top. Und man muss immer so überlegen, in der S-Klasse kommen immer diese neuesten Technologien zuerst oder in ähnlichen Luxusautos von anderen Herstellern. Und dann irgendwann in 15 Jahren gibt es diese Technik dann auch in kleineren Autos. Und es hilft ja allen einfach nur, wenn man kleiner und wendiger ist und in jede Parklücke reinkommt.
Was auch ein ganz geiles Feature ist, wenn man jetzt, sag ich mal, hier so aus Versehen so ein bisschen auf die falsche Spur gerät, dann blinkt der hier rot, also so im ganzen Innenraum. Und das merkt man halt sofort. Ich weiß nicht, wie es auf der Kamera rüberkommt, aber als Fahrer merkst du es halt sofort. Okay, hier stimmt was nicht. Finde ich auch eine gute Sache, dass das ambiente Licht mit dafür genutzt wird. Eine Sache, die man definitiv, finde ich, bei der S-Klasse halt sagen muss, das ist nochmal so ein großer Sprung von der E-Klasse. Ich bin ja beides auch längere Zeit gefahren und auch eine C-Klasse. Und C-Klasse zu E-Klasse ist ein kleinerer Sprung als E-Klasse zu S-Klasse. Nur hier hast du wirklich diesen übertriebenen Luxus, was den Sitzkomfort angeht. Ich meine, ich habe mir gerade eine Massage angemacht, aber es ist auch nicht nur irgendwie eine Massage, sondern der sitzt auch wirklich verdammt gut. Alles, was man so sieht, mit dem riesen Display vor einem, mit dem zweiten Display da. Es wurde in der Generation wurden sehr, sehr viele Knöpfe hier wegrationalisiert. Das meiste war so ein Touchscreen, aber ich finde, es ist immer noch alles eigentlich recht gut zu bedienen. Ich finde es nicht die schönste Optik so vom MBUX, so von den Symbolen, aber es ist Geschmacksfrage. Es ist gut aufgeräumt und halt wirklich super luxuriös. Und auch das Fahrgefühl, also man schwebte über die Autobahn. Das ist wirklich ein Gefühl, was du in günstigeren Autokategorien nicht so hast. Und selbst so Kleinigkeiten wie jetzt hier die Scheibenwischer, ja, die sind so perfekt. Also diese Scheibe ist auch riesig und das sind riesige Scheibenwischer, aber die machen hier richtig den Regen perfekt weg. Das klingt vielleicht komisch jetzt so, ja, aber ich bin genug Autos, auch neue Autos gefahren, wo die ein bisschen quietschen oder ein bisschen laut sind und der Regen nicht perfekt weggeht. Und das, selbst das Ding ist halt wirklich gut. Aber man bezahlt halt auch genau dafür einen hohen Preis hier bei der S-Klasse. Aber damit neigt sich der Tag dem Ende entgegen. Wir müssen das Auto leider wieder abgeben. Ich würde es echt am liebsten behalten. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich würde auf jeden Fall eine S-Klasse so als Reiseauto haben. Ich meine, ich fahre auch gerne in einem Hot Rod. Wie lustig wäre die Welt, wenn wir alle in so kleinen Hot Rods immer fahren würden. Aber komfortabler ist es halt in so einem Ding. Es ist schon saugut. Nur elektrisch fände ich noch besser. Und wenn ihr jetzt ein Video sehen wollt, wie Porsche sich denkt, wie eine Luxus-Reiselimousine, aber auch ein bisschen sportlich aussehen sollte, guckt doch mal Felix fährt Porsche Taycan. Das hier oben verlinkt oder den Vlog vom heutigen Tag, wo ihr ein bisschen behind the scenes sehen könnt, der ist hier unten verlinkt. Einfach draufklicken, viel Spaß damit, versuchen schnell zu vergessen, wie gut dieses Auto ist.